Schönen guten Abend. Mein Name ist Martin May. Ich bin Vorstand vom Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier begrüßen zu dürfen. Zum Auftakt unserer Gesprächsreihe Gespräche mit Regisseuren. Und heute haben wir Florian Froschmeier da mit seinem Film Mit geradem Rücken. Der läuft heute um 19 Uhr im Cinemax 3. Interviewt wird er von unserem Mitglied Andrea Gerhardt. Und ich kann noch darauf hinweisen, dass wir einen Sponsor haben, der diese wunderbaren Macarons da hinten gesponsert hat. Das ist Maison Macaron. Da darf sich jeder dann am Ende des Gesprächs auch was nehmen. So, und nun wünsche ich viel Spaß mit unserer Gesprächsreihe. Ja, auch ich sage herzlich willkommen, Florian Froschmeier. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. 1, 2, 3. Jetzt. Sehr gut. Danke sehr. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Florian Froschmeier eröffnet ja heute Abend um 19 Uhr nicht nur die TV-Sektion vom Filmfest Hamburg 2012, sondern auch unsere Interviewreihe. Und wir waren sehr froh, dass Sie so schnell dabei waren und gesagt haben, das kriegen wir hin. Das freut uns sehr. Mit geradem Rücken habe ich schon gesehen. Ich finde es einen wundervollen Film. Danke sehr. Sehr sehenswert, sehr sehenswert. Und die TV-Ausstrahlung wird auch ganz bald sein, 20. November, zur Primetime auf Sat.1. Genau. Da darf man gespannt sein. Zum Film kommen wir ein bisschen später. Wir machen ja sozusagen ein Interview-Quickie. Das heißt, wir haben unseren Timetable relativ straff, weil eine halbe Stunde ist ja nicht so schnell, nicht so viel. Und am liebsten würde ich anfangen mit dem Werbegang, ganz klassisch. Also ich weiß einiges über Sie, das Publikum weiß einiges über Sie, aber spannender ist es natürlich, das von Ihnen zu hören. Und meine allererste Frage wäre, ob Sie es bereuen, Regisseur geworden zu sein. Nein, weil ich immer das nur mache, was ich gerne machen möchte. Und drum wollte ich das immer und bin es Gott sei Dank geworden und hoffe, dass ich es noch lange bleiben darf. Ja, es ist... ich weiß, wie viel Sie drehen. Sie sind ja unglaublich beschäftigt. Sie machen total viel. Also Film, sehr, sehr viel TV. Werbung, Sie fotografieren. Sie haben eine Frau, also Sie haben einiges zu tun. Ja. Und es sieht also wirklich sehr, sehr beschäftigt aus. Ich weiß aber von Schauspielerseite, dass unsere Vita teilweise sehr beschäftigt aussieht, aber wir doch von Arbeitslosigkeit betroffen sind. War das bei Ihnen auch mal ein Thema oder... Naja, ich denke, das ist in einem freischaffenden Beruf dann, egal ob Schauspieler oder Regisseur, ist das immer ein Thema. Immer. Und ich glaube, also ich kann nicht rumsitzen. Das bin ich nicht. Ich muss immer irgendwas tun. Und wenn es nicht Filme machen ist, dann ist es vielleicht Fotografieren. Seit ich eine Frau habe, kriege ich Listen. und natürlich ist das ein Thema gewesen, auch immer mal wieder. Und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich mich andersweitig ernähren musste. Und was haben Sie dann gemacht? Naja, ich bin gelernter Bürokaufmann, um auf den Werdegang zu kommen. Sehr gut. Habe dann aber nie in meinem Beruf gearbeitet, bin dann habe eine ganz, ganz Schnellausbildung gemacht zum Cutter beim Schweizer Fernsehen damals, bin ein gebürtiger Schweizer. Und habe dann 3 Jahre lang nur geschnitten, wollte dann Regisseur werden. Und das war dann holperig. Und habe dann in Zeiten, wo es nicht so gut ging, halt versucht über Werbung und über Schneiden und dann auch über Fotografieren immer mal wieder mich über Wasser zu halten. Es gab auch tatsächlich, jetzt wo Sie sagen, erinnere ich mich auch wieder daran, es gab auch tatsächlich den Moment, wo ich für mich entschieden hatte, ich will nicht mehr Regisseur sein, weil es einfach nicht lief. Ich hatte 2 Kinofilme gemacht, relativ jung, und bin dann nach Deutschland, hatte sehr schnell auch eine Agentur gefunden. Und die haben mir auch sofort gesagt, du brauchst Geduld. Geduld ist nicht meine Stärke, leider. Und ich kam dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr warten. Und ich bin unglücklich und es ist nicht mehr mein Wunsch. Und habe dann eigentlich, also ich erinnere mich noch an das Gespräch mit meiner Agentin, die auch heute hier ist, 12 oder 13 Jahre her, wo ich vor ihr saß und sagte, ich will nicht mehr. Und sie sagte zu mir, ich habe jetzt hier einen Auftrag für dich, kannst hier... eine Folge Küstenwache drehen und ich habe gesagt, nein, ich habe mich entschieden, ich will nicht mehr. Und dann bin ich da weggegangen und habe sie dann ein paar Tage später angerufen und habe sie gefragt, hast du schon abgesagt? Nein, natürlich nicht.
Das war aber sehr geschickt. Dann sitzen wir heute hier. Ja, ganz schön. Ich bin überrascht, weil Sie sprechen so gut Hochdeutsch. Das ist ja unfassbar. Ich kenne kaum einen Schweizer, der so akzentfrei spricht. Ja, das ist ja länger der Abend dauert, desto weniger, also desto mehr kommt auch das Schweizerdeutsch dann wieder zur Geltung. War das denn damals auch diese Entscheidung, also ich glaube, die kennen wir Künstler fast alle, diese Punkte. Ich glaube, weiß ich nicht, ob es immer bis zur letzten Entscheidung ist, ich mache es jetzt wirklich nicht, oder ob das dann irgendwann nur so Hoch-Tief-Phasen sind. Auch so ein schwieriger Moment in deinem bisherigen Leben so? Dieser Moment damals? Ja. Naja, ich glaube, für mich ist halt so, als ganz junger Mensch, ich werde 40, ich kämpfe gerade damit, als ganz junger Mensch war immer mein großer Traum, ich möchte große Filme machen und Hollywood und ich weiß nicht was alles und so. Und dann kam halt der Punkt, den ich eben beschrieben hatte, und da hat sich dann in meinem Kopf halt insofern was verändert, dass ich dann gesagt habe, ich möchte eigentlich nur noch aufwachen am Morgen und Bock haben aufzustehen. Mhm. Und ich glaube, das kennen wir Künstler alle, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man keinen Bock mehr hat. Mhm. Und diese Situation, die konnte ich für mich nicht akzeptieren. Und dann dachte ich, bevor ich überhaupt keine Lust mehr habe aufzustehen, mache ich lieber was anderes, damit ich wieder Lust bekomme. Mhm. Und ich glaube, dieser Prozess auch loslassen zu können, dann, der hat vieles in Gang gesetzt. Und ich merke, es ist heute noch so, je befreiter ich bin, desto coolere Aufträge kommen. Mhm. Wahnsinn. Und in dieser ganzen Laufbahn, du hast unglaublich viele Projekte und Filme, ich sag mal Projekte dazu, gemacht. Was würdest du denn als deinen wichtigsten Film für dich einschätzen bis jetzt? Deine wichtigste Arbeit? Naja, ich denke, die wichtigste Arbeit ist immer auch die erste Arbeit, weil das der Start ist. Also der hat mir dann jetzt rückblickend gesehen auch viele Türen geöffnet. Also mit meinem ersten Film, das war meine erste Visitenkarte. Da habe ich dann meine die Agentur zum Beispiel gefunden. Das war die Basis dafür. Dann meine erste Auftragsarbeit in Deutschland war diese Folge Küstenwache. Die hat mir auch wieder Türen geöffnet. Dann habe ich viel Serie gemacht und habe dann lange für gekämpft, dann aus diesem Seriending irgendwie rauszukommen in die Filme rein. Durfte dann, also musste auch lange drauf warten, bis ich meinen ersten 90er machen konnte. Und hatte dann einfach ein großes Glück, auch ein ganz tolles Buch zu bekommen, und habe dann einen Borowski-Tatort gemacht, der bis heute, glaube ich, mein Lieblingsfilm ist. Und ich der Film, den wir heute Abend zeigen dürfen, der liegt mir sehr am Herzen, und das ist so der, nach dem Borowski jetzt, eigentlich mein Lieblingsfilm. Also, und ich denke, das könnte auch ein wichtiger Film sein, weil er halt so mal was anderes ist. Wenn Sie dann Bücher angeboten bekommen, wie können wir uns das vorstellen, um mal ein bisschen in die Praxis zu gehen? Wie läuft das ab? Also sind da auch schon Projekte gestartet durch, ich sag jetzt mal, Gespräche auf einer Party, oder ist das immer ein relativ klassischer Weg? Oder haben Sie eine Idee oder gehen damit zum Sender? Wie können wir uns das vorstellen? Also diese Geschichte mit Filmfestivals, und ich gehe jetzt auf eine Party und da lerne ich jemanden kennen, und so der Traum, den wir alle haben, ne? Ich habe das 1-2 Jahre lang mitgemacht, und dann hat das immer nicht funktioniert, und ich war dann total frustriert und mein Selbstbewusstsein war am Boden und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißpartys. Und dann irgendwann muss ich jetzt aber auch wieder halt über eine längere Distanz jetzt zurückblickend gestehen, es gab da zwei Treffen, und es war tatsächlich so, dass die Basis von zwei Filmen, die ich machen durfte, sind an einem dieser Abende gelegt worden, wo meine Agentin mich halt einem Produzenten oder einer Produzentin vorgestellt hat. Und dann 1,5 Jahre später ist daraus ein Projekt entstanden. Mhm. Ich selber habe auch schon versucht, mit eigenen Ideen irgendwie Projekte zu starten. Das ist noch nicht so geglückt. Das ist dann immer irgendwo hängen geblieben. Und wie war es jetzt bei geradem Rücken? Bei geradem Rücken war es so, dass meine Agentin, Astrid Bergauer, hat sie gemacht. Aber sie nicht, Job offensichtlich. Hat sie, ich war in Hamburg zu einer Fotoausstellung. Und habe sie angerufen, habe gesagt, du, soll ich da jemanden treffen? Hast du eine Idee? Und dann hat sie für mich zwei Termine gemacht. Er hat Produzenten angerufen, gesagt, habe hier einen jungen Regisseur, wollte den mal kennenlernen. Dann war ich bei Heike Wiele Tim. Mhm. Hat ein total nettes Gespräch mit ihr, einen sehr lustigen Morgen, weil es war halt eben nur so ein Kennenlernen. Es ging nicht um ich muss jetzt unbedingt ein Projekt und es ist ganz wichtig und so, sondern es war einfach locker. Und das ist auch, also Heike erzählt das auch so, wenn man sie fragt. Und wirklich, ist so. Ist so, ist leider nicht hier. Nee. Und dann hatte sie ein Projekt dann gehabt und dachte dann an diesen lustigen Morgen zurück und hat mich dann angefragt für dieses Ding. So ist das zustande gekommen. Ja, schön.
Wo liegt denn dann, wenn man so ein Projekt, sag ich mal, anfährt, wenn die Regie ist ja dann auch schon gesetzt, wo liegt dann die größte Schwierigkeit im Ablauf der ganzen Projektrealisation? Ich glaube, mit der Zusage fangen die Schwierigkeiten an. weil man, dann ist man ja noch jungfräulich und denkt, boah, man hat den Film und er sieht so aus und es wird so und den Schauspieler stelle ich mir vor und das Motiv möchte ich haben und dann... Ja, und das irgendwie, das tolle Gebäude und das Auto und da steht ein Hubschrauber drin, wie geil. So, und dann hat man die ersten paar Meetings und dann weiß man, okay, es sind nur die Hälfte der Schauspieler, der Hubschrauber ist ein Moped und so. Also ja, und dann gibt's halt die vielen kleinen Schrittchen, die ist aber auch, wo ich auch finde, das ist die Kreativität, die mich mit am meisten interessiert. Mhm. Also an der Vision, die man ursprünglich hat, festzuhalten und mit den Mitteln, die man dann antrifft, möglichst nahe an die Vision zu kommen. Das ist sehr kreativ. Ja, also weil es ist auch so, dass vielleicht weniger Budget auch eine große Chance sein kann, oder? Sich nochmal neue Gedanken zu machen. Das redet man sich dann immer wieder ein. aber ich denke, es ist schon so. Also ich glaube, zu viel Geld macht faul. Und klar träumt jeder von einem ausfinanzierten Film, wo man alles haben kann. Aber manchmal ist es schon so, dass ich dann auch da stand und sagte, Gott sei Dank haben wir den Kran nicht bekommen, weil durch die kleine Handkamera haben wir den viel schöneren Moment generiert. Ja, es gibt, also ich glaube, dass Sie damit sehr, sehr viel erfahren sind, weil Sie sehr viel TV machen und das über jetzt auch schon eine längere Zeit. Die Quote ist ja immer ein Thema für sich, damit haben Sie sich mal mit Sicherheit schon beschäftigen müssen. Wie stehen Sie denn dazu, wenn die Quote nicht so ist, wie Sie sich das vorher vorgestellt haben oder machen Sie sich überhaupt gar keine Vorstellung? Nicht, natürlich hofft man, dass die Quote gut ist, weil natürlich dann der Sender einen gut findet. Weil es ist ja so, man kann noch so streiten über einen Film und man kann so unten durch sein bei einem Sender nach einer Abnahme, wenn die Quote stimmt, ist man der König. Und man kann total harmonische Arbeit gehabt haben, wenn die Quote schlecht war, dann wird man nie wieder beschäftigt. Das ist ein ganz eigenartiges Ding. Ich komme aus der Schweiz, ich habe viel Kinderfernsehen gemacht, was nicht mal im messbaren Bereich stattfindet. Und drum spielt es für mich keine Rolle, weil die Quote sagt nichts über die Qualität eines Filmes aus. Da glaube ich ganz fest dran. Und was ist denn die Qualität? Kann man kurz klatschen. Oder was ist für Sie Qualität? Was ist das? Na, wenn es mich berührt, wenn es mich unterhält, das sind so, glaube ich, die zwei Dinge, die ganz entscheidend sind. Und dann hat's schon eine Qualität. Und es gibt ganz, ganz viele Filme, die ganz, ganz toll sind, die leider mit wenigen Zuschauern laufen, das sind deswegen nicht schlechtere Filme. Und halt umgekehrt gibt es das natürlich auch. Wir gehen ein bisschen in den Teil, wir sind natürlich der BFFS, wir sind die Schauspieler und uns interessiert natürlich besonders auch, wie Sie mit den ganzen Besetzungssachen umgehen. Also wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird bei Ihnen besetzt? Ich habe immer noch eine Kontonummer in der Schweiz. Nein, also natürlich hat man, wenn man ein Buch liest, manchmal hat man sofort eine Idee, und aber meistens eigentlich nicht. Ich versuche immer offen, ich versuche immer offen an die Sachen zu gehen. Und es gibt ja dann auch die Position des Casters oder der Casterin. Und dann gibt's ein Meeting und dann kommen Vorschläge von der Casterin, vom Caster, und dann guckt man die, da sind dann meistens für eine Hauptrolle, liegen dann da 10, 20 Vorschläge, die wiederum auch Dinge auslösen, und dann denkt man, der sieht die Rolle ja ganz anders als ich, aber das ist ja viel spannender, da muss ich auch mal in die Richtung denken, und so ist es ein Findungsprozess. Und dann gibt's dann macht man in der Zusammensetzung mit Caster, Produzent, Producer, Regie, wird dann eine Besetzung zusammengestellt. Da gibt's dann meistens für jede Rolle eine Nummer 1, eine Nummer 2, eine Nummer 3. Und die gehen dann, wenn die zeitlich verfügbar sind und im finanziellen Rahmen des Projektes liegen, gehen die dann zum Sender, und der Sender macht dann einen Haken drunter oder nicht. Und wie groß ist da deine Einflussnahme drauf, auf die Besetzung, auf diese Entscheidung? Wer ist die Nummer 1? Naja, ich versuche die natürlich so groß wie möglich zu halten. Ich glaube sehr daran, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Es gibt dieses, du kriegst den, dann krieg ich den. Also so ein Menschenhandel dann fast. Ich bin da nicht so ein Freund von, ich bin immer eher ein Freund von, ich bin immer dann am glücklichsten, wenn wir alle zusammen rausgehen und sagen, okay, das ist für uns alle in Ordnung, was wir da gefunden haben. Weil dann weiß ich einfach, dann werden wir auch alle am Ende glücklich sein.
Und natürlich, es gab auch ein oder zweimal schon den Moment, wo ich dann stur blieb und dann auch ein Risiko für mich selber gegangen bin und dann gewonnen oder verloren habe. Hast du denn da, also du natürlich der Caster, die Casterin macht die Vorschläge, hast du dann auch selber eine Liste von Leuten, die du beim Brainstorming oder beim Lesen, teilweise schießen einem ja, klar, wahrscheinlich natürlich. Sehr schnell Leute ja, ja. Rein. Sind das dann Leute, die du schon kennst, bei denen du sagst, ich muss auch kein Casting machen, oder sind das Leute, die man noch nicht so kennt? Beides. Also das sind auf der einen Seite natürlich sehr oft Leute, mit denen man schon gedreht hat, wo man sich dann erinnert, die vielleicht mal eine Tagesrolle hatten und dann waren die total toll oder irgendwie man hat mit sich gut verstanden und dann kriegt man was, wo es ein bisschen mehr ist oder wo es eine Hauptrolle ist, wo man denkt, ey, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann sieht man manchmal ja auch Filme und entdeckt jemanden in einem Film und sieht, denkt so, ey, dem möchte ich auch mal arbeiten. Und was kann ein Schauspieler, ich sag jetzt mal, was kann ein Schauspieler tun, damit er dir mal auffällt? Auffällt, ich lass das mal weg. Naja. Also zum Beispiel, wenn dir die Casterin die Demo-DVDs zeigt, magst du das bei Leuten, die du noch nicht kennst? Oder ist das meistens so, dass du sagst, die will ich lieber live sehen? Ich meine, dafür hat man leider die Zeit oft gar nicht. Also das ist halt schon so, ich komme meistens, wenn ich aufs Projekt komme, wenn man in die Casting-Phase kommt, ist man 3 Wochen vor Drehbeginn. Und dann ist man mit so vielen Dingen beschäftigt, dass es sehr oft halt nicht mehr reicht, um dann persönliche Castings zu machen. Also mit geradem Rücken ist komplett auf Bänder gecastet, zum Beispiel. Wirklich? Komplett. Okay. Gab's kein einziges. Es gab doch stimmt nicht. Wir hatten einen 17-jährigen Jungen, dafür haben wir ein Casting gemacht. Ah ja, okay. Und natürlich ist das Demoband ein wichtiger Bestandteil des Casting-Prozesses, auf jeden Fall. Welche Eigenschaften magst du denn an Schauspielern? Oder wünschst du dir immer? Oder sagen wir mal, magst du? Also wenn ich sie in der Arbeit sehe, dann für mich ist, ich gucke immer darauf, sind sie pur? Oder also glaube ich denen das, was sie da tun, oder spielen sie es? Und es heißt zwar Schauspiel, aber ich bin halt ein Freund des Unmittelbaren so und ich glaube, also so ist auch meine Arbeit, meine Art zu arbeiten beim Drehen. Ich muss das, also es muss echt sein. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht echt, es ist irgendwie eitel, dann Uneitelkeit ist was ganz Wichtiges, finde ich. In der Eitelkeit, die ein Schauspieler braucht, ganz wichtig, muss im Spiel uneitel sein. Dann kann er mich begeistern. Und gibt es auch was, was du an Schauspielern hast? Unpünktlichkeit. Und wenn sie nicht vorbereitet sind. Weil das finde ich, also unvorbereitete Schauspieler, aber sind nicht nur Schauspieler, das sind alle Teammitglieder. Unvorbereitete Teilnehmer eines Filmsets sind nicht professionell und das ist unfair allen anderen gegenüber. Und ich glaube, doch, vielleicht ist es beim Schauspieler, wenn er unvorbereitet ist, nochmal ärgerlicher. Weil das ganze Set und das ganze Team tut ja nichts anderes, als dem Schauspieler möglichst ein schönes Umfeld zu geben, dass er sich wohlfühlt, dass er sich aufgehoben fühlt, dass der dann eben in dem Moment pur sein kann und sich öffnen kann. Und da finde ich, ist es auch am Schauspieler dann, da was zurückzugeben und halt eben sich auf seine Arbeit vorbereitet zu haben. Das klingt jetzt so albern, aber es ist wirklich manchmal ein Problem. Wie austauschbar sind denn für dich Schauspieler? Also eigentlich ist ja jeder Schauspieler was Uniques, was Eigenständiges, was Unaustauschbares. Auf der anderen Seite ist es dennoch, wie alle, glaube ich, sind sie immer austauschbar. Und zwar darum, weil ich habe schon so oft gesagt, ich möchte unbedingt den haben für die Rolle. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann war ich total enttäuscht. Und dann mussten wir die Nummer 2 nehmen, die eigentlich keiner so richtig wollte. Und die war dann auch noch günstiger. Und dann kamen die und wir saßen alle da und waren Gott sei Dank. Ne? Und dann merkst du halt, nie im Leben würde ich die jetzt wieder tauschen wollen. Und darum glaube ich, im konstruktiven aller Sinne ist jeder austauschbar, ja. Wie hat sich denn in den letzten 10 Jahren, ich kann dich das ja fragen, weil du das schon so lange machst, dieser ganze Besetzungsprozess geändert? Hast du da einen Unterschied festgestellt? Ja, schon ein bisschen. Also früher hatte ich das Gefühl, es war viel mehr wichtig, also wenn wir einen Bösewichten haben, dann muss er prominent sein. Und für die kleinen Rollen ist egal, so wenn man da besetzt. Und heute ist es so, dass man immer erstmal hört, uns ist völlig egal, es muss einfach gut sein
Und Tag vor Dreh heißt's, ja, aber der Bösewicht ist zu wenig präsent und wenn du sonst besetzt, ist egal. Also es hat sich dann doch nichts geändert. Ist der Anlauf dahin ist irgendwie anders geworden. Hast du das Gefühl, dass auch mittlerweile die ganze Szene so ein bisschen offener geworden ist? Also dass man mittlerweile zum Beispiel auch Theaterschauspieler viel mehr besetzt für Film als vor 10 Jahren? Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube nicht. Ich meine, das Problem, alle wollen Theaterschauspieler haben, immer. Das ist immer, wird immer gerne genommen. Nur viele Theaterschauspieler haben halt das Problem, dass sie Theater spielen. Und also ein absolutes No-Go für mich ist, einen Schauspieler zu besetzen, wo ich weiß, der muss um 17 Uhr das Set verlassen. Das mache ich nicht. Mhm. Also, auch wenn ich ihn noch so gerne haben möchte, mache ich nicht. Mhm. Weil damit mache ich meinen Film schlechter, weil da muss ich irgendwas hinrotzen, was dann nichts bringt. Also das ist halt so die Gratwanderung. Eigentlich ist es total toll, mit Theaterschauspielern zu arbeiten, weil die halt viel gearbeitet haben, ein anderes Selbstbewusstsein haben als ein Filmschauspieler, der nur wenig dreht und nicht Theater spielt. Aber es ist halt sehr oft das Problem, dass die dann halt Theater spielen. Wenn du Regie führst, wie gehst du mit deinen Schauspielern um? Also bist du eher jemand, der sehr, sag ich mal, diktatormäßig auf die Schauspieler, mit den Schauspielern umgeht oder versuchst du sie eher zu verführen? So, was ist so? Ich glaube weder noch. Also ich versuche sie als Menschen und als Schauspieler ernst zu nehmen und versuche mit ihnen halt in den Dialog zu gehen über was ich da vorhabe, wie ich die Geschichte sehe, wie ich die Figur sehe und höre mir auch immer gerne an, wie sie die Figur sehen. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Dialog, der da stattfinden muss. Und der funktioniert halt nur, wenn er beidseitig ist. Und dann gibt es manchmal Menschen, mit denen kann man besser, und dann gibt es Menschen, mit denen kann man schlechter. Und wenn man jemand hat, mit dem man schlechter kann, dann kann es schon eher sein, dass ich dann mal sage, so, und jetzt machst du das so, wie ich das möchte. Mhm. Weil ich finde immer Diskussionen gut, aber irgendwann kann man es auch tot diskutieren und es ist ja dann auch, die Uhr tickt halt immer meistens auf. Probst du mit deinen Schauspielern vorher? Das hört sich ja jetzt so ein bisschen an. Oder habt ihr ein persönliches Gespräch? Also ich, es ist halt auch so, dass die Schauspieler sehr oft nicht verfügbar sind. Es ist schon wahnsinnig schwierig, wenn man 5, 6 Hauptdarsteller hat. Also bei Drücken wollten wir eine Lesung machen, ist nicht möglich gewesen. Ich habe es nicht geschafft, alle 5 Hauptdarsteller an einen Tisch zu kriegen, auch nur für eine Stunde. Es ist nicht möglich gewesen. Mhm. Und ich mache dann für mit jedem Einzelgespräche vorher. Ich habe so einen klassischen, also für mich ist es immer so, ich mache eine Stellprobe, ich weiß genau, was ich möchte, aber ich lasse mir immer vom Schauspiel auch was anbieten, weil meine Idee ist ja nicht zwingend die beste Idee. Mhm. Also ich bin immer gespannt auch, was da kommt. Und dann wird das kurz besprochen und geprobt. Und dann nagel ich es aber auch fest auf dem, was wir geprobt haben. Mhm. Dann erwarte ich auch, dass das wiederholt wird. Hast du dir denn, ist es dein Wunsch, dass du mehr vorher proben kannst? Und dass du, oder sagst du, eigentlich habe ich das Gefühl, in dem Moment mit der Stellprobe, mit dem Gespräch vorher, was wir hatten, kommt es auf den Punkt, weil es nicht so durch 30 Mal durchgequatscht irgendwie tot ist, ne? Finde ich persönlich besser. Ich verständige mich lieber über die Figur. Und also was ich das Allerbeste finde, ist, wenn man es tatsächlich schafft, alle zu versammeln vorher und zu einer Leseprobe, dann aber sich nicht das Buch vorliest, weil jeder hat das Buch schon mal gelesen, das muss man nicht machen, das ist eigentlich schwachsinnig. Ich mache dann lieber so, dass ich mit allen nochmal über die Konstellationen rede und auch nochmal hören möchte, wie sie denn sehen, dass sie zu der und der Figur stehen, damit man da eine Sprache spricht, wenn man dann eben am Set steht mit dem Schauspieler A und B und C sind dann nicht da an dem Tag, aber man spielt halt was die schon betrifft. Und wenn man sich da abgestimmt hat, so, das ist halt, ich denke, jetzt im Fernsehen kannst du es nicht anders machen, weil du kriegst die nicht vorher zu proben. Wenn du jetzt heute kurz vor deiner Premiere stehst, wie ist das für dich? Guckst du gerne deine Filme an, deine Arbeiten, oder ist das für dich eher eine Qual, dich hier gleich ins Kino zu setzen? Nee, das ändert sich im Laufe immer wieder. Also ich freue mich total heute auf den Film und freue mich, den auch groß zu sehen und laut zu sehen, und freue ich mich sehr drauf. Man hat immer so nach dem ersten Rohschnitt ist man erstmal enttäuscht, weil dann ist er wahnsinnig langweilig immer, ist immer so. Dann kürzt man raus, stellt um, dann findet man ihn wahnsinnig toll, dann fangen die ganzen Abnahmen an, dann guckt man ihn erst mit der Producer, mit dem Producer, dann nochmal und dann nochmal und dann mit dem Sender und dann vielleicht mit dem Co-Produktionssender und dann kommt der Punkt, wo man den Film schon nicht mehr sehen kann. Und dann irgendwann sieht man ihn in der Mischung, da schlafe ich meistens ein, weil es ist immer schön dunkel und bequem und ich kenne den Film schon. Und dann geht ein halbes Jahr und dann sieht man ihn vielleicht eben auf so einer Veranstaltung wie heute und dann freut man sich wieder drauf. Und warum sollten denn die Gäste, die wir hier heute Abend haben, mit gerade im Rücken sich gleich anschauen?
Ich glaube, weil es ein Fernsehfilm ist, der für einen Sat.1-Film, der ein ungewöhnlicher Sat.1-Film ist, weil er ein schweres Thema hat, aber dann doch irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sehr frisch und jung und anders daherkommt, aber eben, glaube ich, berührt und eine ganz, ganz tolle Ann-Kathrin Kramer da drin hat. Ja, das kann ich so auf jeden Fall unterstreichen. Gibt es einen Wunsch für deinen Film? Also es war wahrscheinlich schon eine tolle Nachricht, dass ihr hier die TV-Sektion eröffnen dürft heute. Was wünschst du dir jetzt weiter, was mit dem Film passiert? Na, ich wünsche mir einfach, dass er berührt und unterhält. Dann habe ich meinen Qualitätsanspruch erreicht und dann ist alles gut. Was glauben Sie, was gibt es, ich merke gerade, ich habe dich die ganze Zeit geduzt. Das macht mich jünger, ich werde 40 dieses Jahr, ich werde gerne geduzt. Ich dachte gerade, oh Gott, hier steht sie, ich kann es nicht glauben. Was glaubst du, welches Detail wird der Zuschauer heute Abend nicht bemerken? Oder gibt es eins? Ein Detail? Keine Ahnung. Nee, hoffe nicht. Ich hoffe, dass man die Details, ich glaube, der Film lebt von ganz, ganz vielen kleinen Details. Zu dem Film. Na, der Film, das spielt in einem Hotel, ist im Hotel Atlantik gedreht und der 70% des Films spielt in einem Hotel und der Rest spielt in einer Wohnung. Also es sind eigentlich nur zwei Motive. Und der Film wurde mir angeboten mit, ja, wir haben 22 Drehtage und wir können alles im Hotel Atlantik drehen. Und dann, ja, super. Alles dicht beisammen, hat man richtig Zeit für die Schauspieler. Und Resultat war dann, wir können doch nur 20 Drehtage drehen und im Atlantik gehen auch nur 4 Tage. Und den Rest müssen wir ganz woanders drehen. Also das Hotel Atlantik, was jetzt ein Haus ist, sind im Endeffekt 5 oder 6 verschiedene Motive. Und das merkt man nicht. Und das ist ein Detail, was man hoffentlich nicht merkt. Stimmt, das habe ich wirklich nicht gemerkt. Ich habe gedacht, ich weiß endlich mal, wie es da aussieht. Nee. Es gibt am Anfang des Films so eine Kamerafahrt, wo wir einmal durchs Hotel gehen, ohne Schnitt. Das sind 2 Schnitte drin. Okay. Gehen wir durch 3 Locations. Ah, Wahnsinn. Eine Frage, die mir noch am Herzen liegt. Magst du das denn gerne, von Schauspielern angequatscht zu werden, wenn man dich irgendwo trifft, sagen wir jetzt mal auf einem beruflichen Umfeld, wie zum Beispiel hier? Findest du das angemessen, dass dir ein Schauspieler deine Visitenkarte mal in die Hand drückt und guckst du dir das auch an? Ich finde das angemessen, weil wenn ich an so eine Veranstaltung komme, dann hat man irgendwo eine Verabredung, dann weiß ich, bin Regisseur, Schauspielerin und dann ist das okay. Visitenkarte ja, keine Bänder auf so ein Ding mitnehmen, weil im Zeitalter von Internet kann ich mir das ja online angucken und ich gucke mir auch echt keine DVDs mehr an. Also das ist das Geld, was ihr euch sparen könnt. Visitenkarten super und ich gucke mir das auch an. Das mache ich. Schön, das ist gut zu wissen. Ich habe mir auf deine Seite vorher angeguckt. Ich würde sagen, wir kippen unser Assoziationsspiel und machen kurz noch auf für Publikumsfragen. Nein, also auf meiner Uhr sind es 1,5. Hat jemand eine Frage? Okay, dann machen wir das Assoziationsspiel. Wir haben ein paar Sätze, oder beziehungsweise Martin May, unser Vorstand, hatte sich ein paar Sätze ausgedacht und du darfst sie ganz spontan und kurz ergänzen. Alles klar. Ich könnte weinen, wenn... Hertha verliert. So oft. Hans Albers? Kenn ich. Vom Fernsehen. Das deutsche Fernsehen ist... Besser, als es gemacht wird. Natürlich, muss ich das sagen. Das Filmfest Hamburg 2012. Wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ja, glaube ich. Der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler. Finde ich eine sehr coole Veranstaltung, weil, also der Vereinigung, ich habe gerade heute mit meiner Frau darüber gesprochen, dass es eine viel coolere Nummer ist als der BVR, wo ich Mitglied bin, weil es aus Schauspielern raus entstanden ist. Und ich glaube, beim BVR wissen wir gar nicht mehr, aus was der entstanden ist. Und darum finde ich das echt bewundernswert, wie er wächst und finde es gut, was ihr macht. Schön. Super. Schön. Damit bedanke ich mich sehr. Du musst los gleich. Okay. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Oh. Geschenk. Ich habe schon mal von allen alle eingesammelt. Und zwar dieses ist unser Plakat. Danke sehr. Das Plakat Hamburg, meine Perlen. Das hängt auch da. Okay.
Das haben wir jetzt gerade fertig bekommen. Das bekommen ist, sind alles Hamburger BFFS-Mitglieder. Falls du also dieses nächstes Jahr mal wieder einen Film in Hamburg drehst und ein paar Rollen noch frei hast, kannst du ja mal... Ich werde alle durchgoogeln. Die Ben Langburg. Sehr gut, sehr gut. Und ja, damit sage ich herzlichen Dank. Herzlichen Dank Albert Widerspiel und dem Filmfest Hamburg, dass wir das machen dürfen. Morgen um 18 Uhr, leider Barbara Auer nicht dabei, weil sie krank, also weil ihre Mutter krank ist, sie muss privat weg. Deswegen Guido Schick im Gespräch mit André Erkau und jetzt gleich alle zum Cinemax zu mit geradem Rücken. Vielen Dank. Danke sehr.